zu viel Salz, Salz. Oh Mann. Die Viecher mit dem. Oh Mann, ey. Auf einen Liter Salz kommen 60 Gramm. Super toll erklärt, ey. Nehme ich mal gar nicht. Ich habe jetzt. Mann. Das ist doch super, oder? Bla 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 bla. Je nach Wind. Viel. Bäh. Das Räuchergelump. Hallo liebe Bootsfahrer, liebe Bootsfahrerinnen und liebe Landratten und heute auch liebe Angler, liebe Anglerinnen und liebe Fischesser und Fischesserinnen. Heute begrüße ich euch mal aus unserer Küche und wir bereiten die Forellen vor, die wir dann lecker räuchern. Hier habe ich ein paar coole Portionsforellen, alle 200 bis 300 Gramm. Psst, ich war zu faul zum Angeln. Deswegen habe ich die Viecher im Supermarkt gekauft, tiefgekühlt. Aber die gehen genauso gut wie frische Forellen. Sind ja quasi frisch. Was müssen wir als allererstes machen? Ganz klar, die Forellen müssen in eine Salzlake eingelegt werden für 12, 14, 16 Stunden ungefähr. Und wie ich das mache und was da alles reinkommt, das zeige ich euch jetzt. Diese Forellen kommen nachher in diese Plastikwanne mit Deckel und jetzt machen wir die Salzlake. Mit dem Abmessen vom Salz solltet ihr ziemlich genau sein und eine Küchenwaage benutzen. Warum? Zu wenig Salz schmeckt halt der Fisch fad oder mit oder ne, zu ungesalzen halt oder zu viel Salz, genau das Gegenteil, der Fisch ist versalzen. Also da seid lieber ziemlich genau. Und wie mache ich das jetzt? Auf 1 Liter Wasser kommen 60 Gramm Salz. Manche nehmen 50 Gramm, manche nehmen 70 Gramm. Das ist ganz reine Geschmackssache. Ich habe das Räuchern und das Einlegen von Forellen vom Didi gelernt. Der hat mir das gezeigt. Wo ich klein war, hatten wir halt immer Forellen geräuchert, weil er einen Forellenteich hatte oder Forellenteiche hatte. Und daher hatten wir dann immer Fisch gemacht und ja, genau. Und die schmecken irre lecker, also warum soll ich da was ändern? 60 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Los geht's. Und das Ganze muss natürlich schön verrührt werden. Ja, könnt ihr auch im großen Behälter machen, aber ist natürlich einfacher, das eben in Messbecher zu verrühren. So, und jetzt haben wir schon den ersten Liter mit Salzlake fertig und kommt in unsere große Schüssel. Ich schätze mal, dass ich für den Behälter mit den 6 Forellen so 5-6 Liter brauche, also werde ich mal noch ein bisschen was zusammenrühren. Noch eine kleine Info zum Salz, also ihr braucht kein Jodsalz oder Meersalz oder Fluoridsalz. Ganz normales, herkömmliches Salz, nichts Besonderes. Das reicht völlig aus und mehr braucht ihr da nicht. Ja, achtet darauf, dass eure Forellen wirklich sauber sind, küchenfertig ausgenommen sind, schön sauber sind und vor allen Dingen keine Kiemen mehr enthalten. Küchenfertig ausgenommen, ohne Kiemen. So, jetzt brauchst du nur noch scharf stellen, genau so, ohne Kiemen. Und ja, saubere Forellen. Ich habe jetzt erstmal 5 Liter Salzlake angerührt und in meinen Behälter gekippt. Jetzt lassen wir die Jungs mal darin schwimmen und schauen mal, ob wir noch 1 oder 2 Liter hinzufügen müssen. So, Freunde, ihr könnt noch mal schwimmen gehen. Das ist doch super, oder? Zack, wunderbar.
Das sieht doch gut aus. Und rein mit euch. So eine bisschen größere. Sehr gut. Ja, da können ruhig noch ein, zwei Liter drauf. Das sieht doch gut aus. Alle Forellen sind in der Salzlake und sind auch unter Wasser. Keine schwimmt an der Oberfläche. Das ist sehr, sehr gut. Aufpassen, dass aus der Bauchöffnung sämtliche Luftblasen entweichen. Dann bleiben sie auch unten. Im Internet sieht man viele Rezepte für die Salzlake. Zum Beispiel die Salzlake kombiniert mit Zitronenscheiben, mit Piment, mit Lorbeerblättern, mit Pfefferkörnern. Also die Ideen sind da keinen Grenzen gesetzt und man kann einfach viele Dinge ausprobieren. Ich halte es einfach so, wie ich das vom Didi gelernt habe. An die Fische kommt halt erstmal nur Wasser und Salz und alles weitere dann im Räuchervorgang. So, die Jungs können jetzt erstmal 12 bis 16 Stunden hier in der Salzlake baden. Die bringe ich gleich an einen kühlen, dunklen Ort und dann schauen wir weiter. Ich muss jetzt 12 bis 15, 16 Stunden lang warten und ihr seht sofort hier im Anschluss, wie es weitergeht. 15 Stunden sind rum und mal gucken, was unsere Freunde in der Salzlake machen. Oh ja, das sieht gut aus. Die Salzlake mit den Fischen drin riecht sehr frisch, riecht leicht fischig, aber nicht irgendwie ein muffiger, fauliger Geruch. Das sollte nicht sein. Wenn dem so wäre, könnt ihr das direkt in die Tonne kloppen. Bloß nicht weiterverarbeiten, handelt ihr euch die größte Fischvergiftung eures Lebens ein. Also alles muss richtig schön frisch riechen. Ja, alles frisch. Jetzt kommt eigentlich nichts Spannendes. Die Fische werden aus der Salzlake befreit und ordentlich abgespült und abgewaschen. Schön unter fließendem Wasser abspülen. Nochmal kontrollieren, dass hier auch alles raus ist, dass diese schön sauber sind. Sehr gut. Ja, perfekt. Schön saubere Fische. Ich habe einen neuen Künast Räucherschrank und da hängen wir jetzt die Forellen rein zum Trocknen. Das hier sind meine Lieblingsräucherhaken. Warum? Wie ihr seht, die sind unten einmal gebogen und spitz. Das heißt, die kommen oben durchs Maul durch und hinten um die Mittelgräte vom Fisch rum. Hier oben kann es dann eingehangen werden in den Räucherschrank. Und der Vorteil ist, die sind nahezu unverlierbar. Also wir haben noch nicht einen Fisch mit diesen Räucherhaken in der Glut gefunden. Also die rutschen euch garantiert so nicht mehr vom Haken. Ja, und so sieht das dann aus. Der gebogene Teil ist einmal um die Mittelgräte rum, hier rein, da raus und dadurch hängt der Fisch sicher auf den Haken. Da hängen sie, die Jungs und Mädels. Zeit zum Trocknen. Ich werde jetzt den Räucherschrank schließen, unten die Befeuerungsklappe offen lassen, genauso auch oben den Abzug werde ich auflassen, dass ich im Räucherschrank einen Kamineffekt habe, dass die Fische schön trocknen können. Die Forellen sind dann getrocknet, wenn sich die Haut ledrig anfühlt und auch das Fleisch sich trocken anfühlt, aber natürlich noch eine gewisse Kühle hat, sprich eine Restfeuchtigkeit, also nicht hier 18 Stunden lang trocknen. Braucht ihr den nicht mehr räuchern, habt ihr Trockenfisch. Je nach Witterungsverhältnisse und Luftfeuchtigkeit kann das schon mal 2 bis 3 Stunden dauern. Ich schätze mal, heute ist ein sonniger Tag und warm und ich vermute mal, dass in der Stunde es losgehen kann und dann werde ich auch in der ersten halben Stunde einfach ein bisschen Feuer in den Räucherschrank machen und nicht zu warm, sondern dass sie einfach noch ein bisschen weiter trocknen können. Ja, und die Maili wartet auch schon auf leckere Forellen, ne? Die Forellen sind trocken.
Könnten zwar noch, aber das ist okay so. Ja, dann können wir Feuer machen. Was eure Hitzequelle ist, um den Fisch zu garen, ist völlig egal. Also, weil das gibt nicht den Geschmack am Fisch, die Hitze, sondern letztendlich der Rauch. Und ich werde heute die Hitze zum Garen entwickeln durch Holz und durch Holzkohlebriketts. Jetzt ist es soweit und wir können mit dem Garprozess starten. Ja, und dabei behalte ich das Thermometer absolut im Auge. Hier sollte man den Räuchervorgang nicht aus den Augen verlieren oder beziehungsweise den Garvorgang, weil wir brauchen peinlichst genau 90 Grad bei ungefähr 30 Minuten bei dieser Forellengröße. Die 90 Grad bei 30 Minuten ist ungefähr ein Richtwert. Also das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Bei Portionsforellen 200, 300 Gramm reichen 90 Grad 30 Minuten. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Es gibt Leute, die garen den Fisch bei 100, 110 Grad für 20 Minuten, bei 90 Grad 45 Minuten. Also das ist alles, muss man einfach irgendwie selber ausprobieren. Ja, das Thermometer steigt so langsam. Jetzt garen die Forellen schön bei 95, maximal 100 Grad, 30 Minuten. Ja, läuft. Oder beziehungsweise gart. Und die Kühlung für den Räucherofenbetreiber darf natürlich auch nicht fehlen. Hier sieht man schön, dass wir keine Zahnstocher in den Fisch reinstecken, wie so manche, damit der Fisch sich öffnet beim Garen und damit dann hinterher dann auch Rauch dran kommt. Das ist Quatsch, das braucht man nicht, weil der Fisch öffnet sich automatisch im Garprozess und ist auch ein Indikator dafür, dass der Fisch gart. Und sollte die Temperatur mal deutlich zu hoch gehen, kein Problem. Dann öffnet man ganz kurz die Tür, lässt da dann dementsprechend die Temperatur ein bisschen fallen und alles ist gut. Der Garprozess läuft und wir füttern mal in der Zwischenzeit schnell noch die Kois. Ja, die freuen sich. Da sind sie, meine Jungs. Mmh. Lecker, lecker Fischfutter und getrocknete Seidenraupen. Ja, das sind natürlich meine Lieblinge und die kommen garantiert nicht in den Räucherschrank. Wir brauchen gleich Wacholderbeeren und die bereite ich jetzt mal eben vor. Die bearbeiten wir jetzt mit dem Hammer. Beim Räuchern darfst du eben nicht zimperlich sein. Die Garzeit ist um und wir gucken jetzt in den Ofen. Räucherschrank meine ich. Oh, die sehen gut aus. Sehr schön. Was man hier erkennt, ist die Augen. Die Augen sind schön trüb und gelb durchgefärbt. Das ist ein Zeichen für den Garprozess und dass sie gar sind. Ich könnte natürlich jetzt auch eine Rückenflosse rausreißen, um zu gucken, ob sie wirklich gar sind. Aber 90 bis 100 Grad, 30 Minuten, kleine Portionsforellen, die sind definitiv gar. Gar keine Frage. So. Und jetzt räuchern wir. Da steht das Räuchermehl. Das brauchen wir. So, viel zeigen kann ich euch jetzt nicht, weil es jetzt gleich super schnell gehen muss. Das hier, das Räuchergelump, das kommt jetzt gleich zu einem guten Kilo bis anderthalb hier auf unsere Feuerstelle oder in unsere Feuerschale. Danach wird alles geschlossen, was zu schließen ist, also Luftzufuhr und oben auch Abluft. Und dann räuchern wir. Ach so, die zermatschten Wacholderbeeren habe ich vergessen. Die streue ich dann letztendlich als letzte Zugabe aufs Räuchermehl drauf. Mit dem Räuchermehl nicht sparsam sein. Vollgas. Drauf damit. Wacholderbeeren drauf. Schön verteilen. Und jetzt wird geräuchert. Hey ho, let's go für anderthalb Stunden.
ungefähr. Ach, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Womit räucher ich? Ja, ganz normal Buche. Ganz klassischer Buchenrauch erzeugen wir. Jetzt wird geräuchert. Oh, das riecht schon gut. 45 Minuten sind rum und jetzt gucke ich mal nach dem Räuchermehl. Ja, schon gut verbraucht. Ich schmeiß nochmal noch was drauf. So, noch mal ein bisschen was draufgeschmissen. Jetzt kann er weiter ümmeln. Ja, und weiter geht's. Die Forellen sind fertig. Fertig geräuchert. Machen wir mal auf die Kiste. Oh, herrlich. Herrlich. Und der Geruch. Lecker, lecker, lecker. Ja, was soll ich sagen? So müssen für mich Forellen aussehen, geräucherte. Schön goldfarben und herrlich. Herrlich duftend. Mahlzeit.